Meine lieben Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einem neuen Teil von Heroes of Generous and Generous hier auf meinem Kanal. Lange her, dass wir das mal gespielt haben. Und ja, ich habe das ja lange nicht mehr gespielt. Wir testen das Paket. Oh, das Paket ist teuer. Das können wir uns leider nicht holen, da müssen wir ihn weiter in den Kampf reinziehen. Ich habe jetzt ausgewählt, weiter im Kampf. Und jetzt haben wir die Begegnung. Scharmützel. Den Sturm ab 5 und den Krieg. Die Elite ab Rang 5. Und ich würde mal sagen, wir gehen natürlich zum Kampf und gucken mal, was passiert. Denn ich kenne das nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich hier irgendwo jetzt eigentlich noch was bräuchte. Ach ja. Gut, würde mal sagen, das überspringe ich, denn ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert, weil ich gerade noch hochlade. So, da haben wir eine Kampfbesprechung jetzt. Wir haben hier im Fall die Listen, Motorräder sind unterwegs und geländete Fahrzeuge, Panzer und so. Kommen natürlich dann auch noch Aufklärer. Keine Ahnung, was das ist. Was ist noch? Ist natürlich geil. So, Game is like ready, erobere Missionsziel. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ja. Ja, bei mir ist heute heute ist Sonntag, der 26. Das sage ich lieber dazu, denn manche wissen ja nicht, wann es unbedingt so ist bei mir. Und ich merke gerade, dass ich nach dem Fernsehen hatte. Tut mir leid. Ich hoffe, der ist nicht zu laut gewesen. Ich will es kleiner haben, so klein wie es möglich ist. Denn ich habe keine Leute hier drin. Doch. Colony Strike. Und Yosild. Es ist gerade bei mir 22, 23. Bevorzugte Waffe wird mir nicht angezeigt. Bevorzugte Waffe wird mir nicht angezeigt. Selbst bei mir wird keine angezeigt. Achso, weil wir sind ja noch... noch nicht mal im Kampf. So, hier jetzt erstmal noch so ein kleines bisschen, so ein bisschen. Ich versuche den Part wieder so um die 10 Minuten zu machen. Ich weiß nicht, was hier passiert. Und deswegen... kann ich nicht versprechen. So, dann schauen wir mal. Und wir werden sichtbar bei mir treten. Das ist natürlich selbstverständlich. Hier gibt es kein Fahrzeug, oder? Es gibt kein Fahrzeug. Also das ist hier... Doch, warte. Ach, Junge. Also Fahrrad gab's. Es gab ein Fahrrad. Schön. Kommt es irgendwie vor wie das, was wir immer gespielt haben, Eroberung? Aber eben als eine kleinere Art und Weise. Ja, wir jetzt noch hier so schießen könnten. Warum sind wir jetzt hier noch? Ach, das wird noch erobert. Okay. Und dann geht's ab zu B, denn B ist das Gefährlichste, würde ich sagen. So, ist mir jetzt egal, B ist das Gefährlichste irgendwie hier auf der Map. Denn man hat hier großes Schlachtfeld. Das ist irgendwie B das Gefährlichste. Auf der einen Map hat man den Sumpf ringsherum
Und hier hat man oh, ich habe die Panzer geschlagen, das ist sehr gut. Wir werfen mal die Granate. Jetzt nur mit 1, los geht's. Wir stellen mal kurz hier rein. Was passiert, wenn ich jetzt hier eine Granate hinwerfe auf das auf den LKW, auf den LKW kommen? Wir schaffen das, wir schaffen das. Ja. Falsche Waffe ausgewählt. Bin ich tot? Ich bin tot. Ach nee, ich kann wieder joinen. Okay. Es ist irgendwie ein bisschen anders. Es ist doch das gleiche, aber doch ein bisschen anders. Nicht pfeifen, los geht's. Ich wäre mehr für A. Denn alle kümmern sich irgendwie mehr um B. Dann würde ich sagen, ich kümmere mich mal mehr um A. Ja. Wer das Game eigentlich überhaupt nicht kennt, Heroes of Generals ist ein kostenloses Beta-Game auf Steam. Das kann man sich eigentlich so runterladen nur und dann hat man es. Ehrlich. Hat jetzt ein bisschen gedauert, ehe ich hier runtergekommen bin. Da kommt einer. Bisschen unten bleiben. 1 zu 1. Oh fuck, los, 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 los. Was? Britlicher Senf. Okay. Möchte bitte hier mit reinjoinen. Ey, lieber ein Auto, das geht doch mal. So. Ja, ich bin irgendwie richtig verpeilt. Ich habe den Part ein bisschen vergessen. Ich habe den ganzen Tag gesagt, hier, ich brauche den Part, aber irgendwie habe ich das doch vergessen. Weil ich den ganzen Tag GTA gespielt habe. Ja, das ist mein Handy. Das ist aber auch nur meine irgendwie Freundin. Dann war doch einer. Es wäre schön, wenn wir das übernehmen. Ich wüsste gern mal, wie man sich hinlegt. Das ist noch ein kleines Problem bei mir. Oh. Da gab es ein Handy mit einem G43. Nicht schlecht, Junge, nicht schlecht. Ja, ich spawne hier erstmal mit einem Fels. Achso, ich werde dann mit dem Part aufhören. Es ist dann auch Ende mit der Runde. Ich habe nämlich kaum Zeit, gar keine Zeit. Ich habe beides nicht. Und ja, ich muss irgendwie fertig werden. Deswegen spielen das nicht weiter. Es gibt keinen nächsten Part, wo wir hier weitermachen. Es wird dann eine neue Map sein, neue Runde. Wir werden dann schon sehen, was wir da machen. Also es gibt natürlich mehr Teile. Eigentlich sollte es eins der Hauptprojekte mit werden. Aber Problem an der ganzen Sache, ich habe jetzt so viele Spiele, dass ich nicht weiß, wo ich hier weitermachen soll oder was ich eigentlich anfangen soll.
Das ist so schrecklich ist. Oh, wir haben B verloren. B ist eine der wichtigsten Stellung. Gehen wir zu B. Denn wie gesagt, B ist sehr schwer zu erobern. Man hat freies Sichtfeld auf jede Seite. Man sieht hier, da ist Wald, aber hier ist gar nichts. Und ich war schon mal besser. Also für die, die sich beschweren, guckt meine letzten Videos. Also war ich schon definitiv viel, viel besser. Ich bin jetzt da viermal schon gestorben. Ein Kill gemacht. Eine Eroberung durchgeführt und 100 Punkte. Gut, aber ich würde mal sagen, einmal kriegen wir es noch hin. Und bis zum nächsten Sterben. Also ich springe hier runter, denn hier sterben wir nämlich gleich. Oder auch nicht. Okay. Ja, die Zeit wäre, also 10 Minuten sind jetzt zwar vorbei. Und der ist voll. Und wir haben unser eigenes. Oh. Das ist natürlich viel, viel besser. Kann ich nie... Wäre irgendwie viel lieber am MG, aber... Irgendwie geht... Oh, der hat eine Panzerfaust. Geht das nicht am MG? Etwas rausschießen müsste man können. Aber ich wirklich so gesagt, ich finde das als kriegsrealistisches Game richtig, richtig gut. Aber okay. So. Na, schreckt jetzt mal. Endlich. So. Wie gesagt, beim nächsten Mal sterben erst tun wir, wenn ich den Part, aber ich beabschiede mich trotzdem schon mal. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, warum euch das nicht so gefällt. Dann will ich natürlich auch was verbessern. Vielleicht gefällt euch das ganze Projekt hier allgemein nicht. Das würde mich dann natürlich auch interessieren. Nicht, dass ich immer wieder sowas hochlade und dann kommt... was ist das mit weg? Ja. Einfach Bescheid sagen und dann... werde ich mich darum kümmern. Nur verwundet. Ah, gut, da war's das. Wie gesagt, wenn euch der ganze Part gefallen hat, Daumen nach oben, sonst Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Minuswort und ich habe 110 Punkte gerade mal. Mist. Ciao, ciao.